Hallo, ich bin Philipp vom Move36 Magazin in Marburg. Neben mir sitzt Thorsten Nagelschmidt, besser bekannt als Nagel. Und der ist heute im Trauma und stellt sein neues Buch vor, Drive-by-Shots. Nagel, warst du schon mal in Magdeburg oder warst du schon mal im Trauma? In Marburg sind wir ja, ne? Oh, habe ich Magdeburg gesagt? Ja. Oh, das ist natürlich falsch, ja, Marburg. Bist du Marburger? Ich bin nicht Marburger, ich komme aus der Nähe von Magdeburg tatsächlich. Dann weiß man, warum das passiert ist. Sehr interessant. Ja, du stellst dein neues Buch vor und warst du schon mal im Trauma gewesen direkt? Ich meine, ja, aber ich erkenne überhaupt nichts wieder. Es ist mal umgezogen vielleicht. Das ist mal umgezogen tatsächlich, ja. Es ist, also ich kenne es nur hier, aber ja. Es ist schon mal umgezogen, ja, das stimmt. Nee, ich war mit der Band ein- oder zweimal da und zum Lesen auch mal, 2008 oder sowas. Okay. Mit Hilmar Bender zusammen. Und seitdem war ich, wenn, dann immer in Gießen, ne? Wie ist das so, wenn man jetzt alleine rumreist die ganze Zeit? Das ist jetzt der letzte Termin deiner Lesetour erstmal in Marburg. Und wie ist das, die ganze Zeit alleine unterwegs zu sein? Spitzenmäßig ist das. Echt? Ja. Ich stelle mir das so einsam vor und man hat niemanden zum Reden die ganze Zeit, oder? Ja, herrlich. Also man hat ja genug, man redet, mein Job ist es ja zu reden. Ich bin ja da, um zu reden. Das heißt, ich rede viel, viel mehr, als wenn ich irgendwie zu Hause in Berlin wäre, ne? Da sitze ich ja nicht irgendwie 2 Stunden abends irgendwo und rede ununterbrochen. Von daher, also das Reden ist auf jeden Fall das geringste Problem. Und es gibt in dem Buch tatsächlich ein Kapitel, wo es genau darum geht. Das heißt, ich laufe allein und da geht es eben ums Alleinereisen und es ist ein Plädoyer Okay. Fürs Alleinereisen. Also ich habe mich noch nie gelangweilt, wenn ich alleine war. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die du gerne beenden darfst, wenn du magst. Ja. Der erste Satz wäre, wenn ich schreibe, dann trinke ich? Kein Alkohol oder selten. Das liegt auch daran, weil ich dazu übergegangen bin, morgens zu schreiben. Und weil das tatsächlich nicht gut funktioniert. Funktioniert nicht gut zusammen. Okay, das heißt morgens Kaffee? Ja, oder heiße Zitrone mit Ingwer und Honig. Zweiter Satz, ich habe Angst vor. Ich habe ja wirklich vor fast nichts Angst. Das glaube ich dir nicht. Ich habe natürlich auch vor Sachen Angst. Ich habe Angst davor, wenn Akif Pirinci bei einer Pegida-Demo montags sagt, schade, dass die KZs außer Betrieb sind und Leute applaudieren ihm dazu. Also das, ja. Da denke ich, okay, das wird nicht gut enden. So. Da werden jetzt so Wegmarken gesetzt. Ne? Das ist aber natürlich eher so eine, das ist ja eher eine Wut, wo sich natürlich auch Angst reinmischt. Aber ich habe da neulich noch drüber nachgedacht, dass ich tatsächlich nicht so viel Angst habe. Das Beste an einer Lesetour ist? Die Lesung. Okay. Ohne Facebook wäre die Welt? Ein besserer Ort, glaube ich, tatsächlich. Okay, kannst du in 2, 3 Sätzen erklären, warum? Nee, ich glaube, das kann man in 2, 3 Sätzen nicht erklären, ohne in so Plattitüden zu verfallen. Aber ich glaube, dass dass wir noch keine Ahnung davon haben, wie hart uns das in unseren Entscheidungen beeinflusst, dass man Likes für irgendwas kriegt. Und ich hadere damit sehr, weil, also ich meine, für mich ist es irgendwie natürlich total nützlich, weil ich meine Sachen damit bewerbe und wenn ich unterwegs bin und jeden Tag irgendwie ein Foto von unterwegs poste, dann macht mir das auch Spaß, weil das irgendwie so die Verlängerung von dem Buch ist, ne? Also das, ich führe quasi Drive-by-Shots 2 bei Facebook weiter und das macht total Spaß, aber denk aber auch die ganze Zeit, dass es einfach ist ein Höllenpuff, aus wo man eigentlich weg müsste. Mein erster Tonträger war? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der allererste war, aber es war so eine Doppel-LP Smash Hits 84. Und die war, habe ich irgendwann mal verkauft, habe ich mir neu wieder gekauft, die ist super.
Was so? Was war da drauf? Frankie Goes to Hollywood, Laura Branigan, fällt mir gleich alles wieder ein, aber echt gute Sachen. Ich bin schon auch so. Ich bin halt in den 80ern musikalisch sozialisiert und glaube, dass ich ohne irgendeinen oder nicht nur aus Gründen der Nostalgie, sondern wirklich viele Sachen aus den 80ern, also viel Popmusik aus den 80ern noch gut finde, so Talk Talk und Frankie Goes to Hollywood und da sind schon gute Sachen rausgekommen. Hm. Das letzte Mal getanzt habe ich zu Frankie Goes to Hollywood? Nein. Nee, das letzte Mal getanzt habe ich zu irgendwas, wo ich nicht weiß, was ist, irgendwas Elektronisches. Okay. Irgendwo. Irgendwo, irgendwas. Genau. Okay. Das beste Essen gibt es? Für mich jetzt als tourender Künstler, muss ich sagen, in der Schweiz, wie wahrscheinlich jeder tourender Künstler sagt. Also ich war gerade vor 2 Wochen in Zürich und das ist immer ein Traum. Okay, was gab's? Warte mal, was gab's denn da eigentlich? Was habe ich denn da gegessen? Weiß ich gar nicht mehr, aber das ist einfach immer toll. Okay. Käse wahrscheinlich. Ja, unter anderem wahrscheinlich Käse. Mein Lieblingstier ist? Weiß ich nicht. Teddybären vielleicht. Teddybären. Okay. Letzte Frage. Mein schlimmster Spitzname war? Ich hieß ja schon sehr früh Nagel. Das ist ja nicht mal mein Punkername, sondern mein Jungs vom Dorf nennen sich beim Nachnamen und kürzen den möglichst nach Abname. Mhm. Das heißt, ich hatte eigentlich keine, nicht viel, obwohl das stimmt gar nicht. Ich hatte auch schlimme zwischendurch. Aber die habe ich mir immer selber verpasst. Irgendwann wollte ich mal unbedingt Cyber heißen. Da war das Internet gerade neu und ich dachte, das ist irgendwie bescheuerter Name. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Ich wollte auch mal Van Horn heißen. Das ist eine Stadt in Texas, ein ganz mieses Loch. Und ich dachte, das ist cool, der Van Horn zu heißen, aber habe ich auch nicht geschafft. Weil es von dir kam vielleicht. Genau, das muss man. Macht das schwer. Man muss es eigentlich so droppen und damit irgendwer das so aufhebt und dann denkt, es wäre seine Idee. Genau, und dann muss man so tun, als ob man es nicht mag. Genau, dann muss man sich erstmal darüber aufregen. Genau, dann passt das. In der Band hieß ich mal kurz der Dicke. Ich war nicht so richtig dick, vielleicht ein bisschen pummelig. Mittlerweile sind andere aus der damaligen Band dicker. Aber das fand ich natürlich nicht gut, da habe ich mich drüber aufgeregt. Dann hieß ich mal kurz so. Darf man natürlich nicht machen. Ja. Gut, Nagel, ich bedanke mich. Danke auch. Danke für das Gespräch. Und viel Spaß bei der Lesung. Danke. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht aus Israel, aus der Serie Menschen machen Fotos gegenseitig. Zum Beispiel das hier. Vom Israeli Tower in Tel Aviv, da stehen diese Statuen. Statuen natürlich immer ein sehr beliebtes Fotomotiv bei uns Touristen.